Tja. So, das Babyphone erstmal zurückgeben, sagt er. Mach mal. Das Babyphone an dem Funkgerät anschließen. Von all den tausend Möglichkeiten, ein Baby, ist das die... Solange ich noch Platz im Mantel habe... Wo ist denn hier ein Funkgerät? Hier gibt's kein Funkgerät. Noch nicht da. Muss erst ins Cockpit gehen. Gut, wir gehen ins Cockpit. Hey, da ist ja ein Funkgerät da. Coole Sache. Gute Idee. Wenn ich die Frequenz von Tonis Funkgerät am Babyphone einstelle, kann ich Toni jederzeit erreichen. Okay, das klingt jetzt logisch. Easy. Jetzt bleibt nur noch die Frage, ob ich sie überhaupt anfunken sollte. Sie hat schon vor langer Zeit aufgehört, mich mit der Schubkarre aus irgendwelchen Kneipen rauszuholen. So, dann das Babyphone zurück. Okay, da habe ich nicht drauf geachtet. Das habe ich übersehen. Ich dachte, wird dann immer sofort angeleuchtet, aber ja, wird es halt nicht. Die ist ein bisschen knifflig. Wenn das nicht weiß, dann hängst du dann da. Ach, Rufus. Warum gibst du nicht einfach... Moment mal. Ein Rufus? Zwei Rufusse? Genau. Mich gibt es jetzt doppelt. Eigentlich sogar dreifach. Dreimal so viel Action. Rufus. Rufus. Okay, Toni. Ganz ruhig. Du hast einen guten Therapeuten und da gehst du jetzt hin. Das haben wir toll gemacht. Warum haut die ab? Huhu, bitte kommen. Nichts. Toni ist offenbar noch in ihrer Therapiesitzung. Dann auf zum Therapeuten. Vielleicht kriegt man jetzt das andere Bild. Das Ritter, dann kann man dann die Moose dann heilen, kriegen da die Medikamente und dann geht's dann vielleicht hier voran. Da will ich doch nur da rein. Ich würde nur mal ganz kurz die Welt retten. Ich kann doch nicht so schwer sein. Therapiesitzung im Gange. Ausgerechnet jetzt. Wie soll ich denn jetzt an die Medikamente kommen? Von hier. Und jetzt sehe ich ihn plötzlich doppelt. Was bedeutet das? Will mein Unterbewusstsein mir einen Schlaganfall verpassen? Ich habe das Gefühl, dass mich das um Monate in meiner Therapie zurückwirft. Wir müssen die Therapie verlängern. Wie jetzt? Noch länger? Ich meine, wie lange schwebte Ihnen da vor? Naja, mindestens bis zum Ende der Welt. Und dann mal gucken. Ja, das wäre die perfekte Distanz für einen Jungfernflug. Und das Ziel ist auch gut gewählt. Mittlerweile müsste er eingesehen haben, dass er Hilfe braucht. Na, dann wollen wir den armen Teufel doch mal erlösen. Oh, hier muss es seltsame Abwinde geben. What? Wo ist mein Flyer? Da sollte ich lieber nicht stören. Gute Neuigkeiten. Ich habe ein Motiv. Nein, habe ich nicht. Nein, habe ich nicht. Nein, ich habe das Motiv nicht. Nein, hab's nicht. Ich will nur zurück. Das dann sonst wird. Wird die Flyer aufheben. Es gibt hier also Abwinde, okay. Und? Haben Sie schon etwas gefunden? Ich gucke. Wenn es Abwinde gibt, dann ist ja da oben gefragt. Ist gerade so spannend. Nee, ist er nicht. Jetzt wird der Flyer wichtig, aber der Flyer bringt ja nichts, weil ich kann dich ja nicht hier rüber werfen. Das ist auch kürzer. Was haben wir hier am Werbeschild? Kann ich das nicht zusammenknüllen und dann einfach da drauf schmeißen bei ihr? Wäre das nicht einfacher? Gucken wir schnell hier rein, was hat der noch Schönes im Inventar? Nochmal probieren, meinst du? Jetzt aber. Ich bin es gewohnt, dass es beim ersten Mal funktioniert hat, beim zweiten Mal. Das wäre die perfekte Distanz für einen Jungfernflug. Und das Ziel ist auch gut gewählt. Mittlerweile müsste er eingesehen haben, dass er Hilfe braucht. Na, dann wollen wir den armen Teufel doch mal erlösen.
Oh, hier muss es seltsame Abwinde geben. Nochmal probieren? Schieb. Geht ja nicht. Da fliegt ihr dann immer noch unten. So, Flyboard auf hier oben. Die Idee dazu ist gut, aber funktioniert halt nicht. Aber wie gesagt, ich kann mir vorstellen, dass der das von hier oben wirft, aber... Rohrpost. Die gute alte Rohrpost. Ist ja, Was haben wir denn vergessen? Das ist die gute Frage. Ich weiß es nämlich nicht. Ich habe zwei Bilder, das dritte könnte man tatsächlich brauchen. Wenn es wenigstens so einen Rohrschacht hier irgendwie gäbe, da ich das von hier nach oben senden könnte. Ja, Barry will nur das Kind. Das Kind können wir nicht machen, das geht nicht. Ich guck mich nochmal um. Hinten beim Rebellenlager. Nein, nein. Soll ich das von hier schmeißen, den Flyer? Nein. Dabei will ich nur da rein. Dabei müsste der sich eigentlich erinnern, weil wir haben den ja damals im zweiten Teil geküsst am Ende. Da bescheuert, aber ja, wir dachten auch, das wäre die Goli gewesen, war es aber nicht. Moostherapeutische Stricke, die günstige Alternative. Oh. Guckt sich das einer an. Der kommenden Saison trägt man den Knoten offenbar wieder links. Therapie ausgerechnet, wie soll ich den... Ja, da kommen wir nicht rein. Stricklade bringt ja auch nichts. Ich glaube, der rechte Ruf muss drinnen stehen. Im Zellenblock? Er hat nur das Tauschsymbol, meinst du, der ich da drin tauschen kann? Wo da drinnen? Schau mal ganz kurz. Kein Symbol zum Tauschen. Er hat kein Symbol zum Tauschen. Der kann das ja gar nicht werfen, der hat nur Zahnbürste. Bist du ungeduldig, ne? So, ich habe jetzt ja jetzt reingeschmissen, so. Okay. Ich hab ihn jetzt reingestellt. Ich weiß noch nicht, was das da beeinflussen soll, aber ist okay. Schmeißen wir nochmal. Ja, und das mittlerweile. Abwinde. Hier muss es seltsame Abwinde geben. Nope. Ich kann den Flieger auch nicht nach oben geben. Das ist gerade so spannend. Ich kann ihn nur nach unten geben, muss man dazu sagen. Ja, ist eine tolle Idee. Ich meine, wir beeinflussen die physikalischen Gesetze, indem wir den Rufus in die Zelle reinstellen. Okay, das ist ja nicht das erste Mal, dass irgendwie sowas Beknacktes ist. Das ist, wie gesagt, ich kann hier nichts machen hier oben, außer hier diesen Rohrschachtposten. Und irgendwas brauche ich hier. Von dem kann ich nichts machen. Er schläft wie ein Baby. Was genau genommen noch besser so ist. Der Widerstand scheint dem Organon ja nicht besonders zuzusetzen. Das war's, der sitzt da oben fest. Der kommt hier nicht raus, selbst aus der Zelle hier. Mit dem kann ich nicht reden, etc. Druckmaschine, kann ich nicht aktivieren, ich kann nur ihn. Ich habe nicht die Druckmaschine drin. Ich habe hier nur Arzneischrank, Toni, den Ding und dann tausende von diesen Dingern hier, die man nicht verwenden kann und den Chefredakteur, den ich nicht ansprechen kann. Und die einzigen Items, die ich derzeit tauschen kann, sind von ihm nach oben. Ja, die Hammer. Wozu ich den Summen derzeit brauche, weiß ich nicht. Dieses Bleisatz-Ürk weiß ich auch nicht. Aber natürlich. Wenn man die Spitze eines Papierfliegers mit einem Gewicht beschwert, fliegt er weiter. Ich wusste doch, dass ich meine jahrelange Karriere als Falschparker irgendwann bezahlt machen würde. Ernsthaft? Ja, das wäre die perfekte Distanz für einen Jungfernflug. Und das Ziel ist auch gut gewählt. Mittlerweile müsste er eingesehen haben, dass er Hilfe braucht. Na, dann wollen wir den armen Teufel doch mal erlösen. Ernsthaft, ja? Hä? Upsi, hier muss es seltsame Aufwinde geben. Ja, seltsame Aufwinde, seltsame Abwinde.
Nanu, hier steckt ein Flyer in der Außenwand. Was für eine jämmerliche Konstruktion. Der Konstrukteur hat offenbar keine Ahnung, wie man einen ordentlichen Papierflieger faltet. Ganz im Gegensatz zu mir natürlich. Therapeutische Stricke, die günstige Alternative. Was soll das denn heißen? Will sich da jemand einen Jux mit mir machen? Und Moment mal, was ist das denn? Da steckt ein Bleibuchstabe in der Spitze. Ein großes Ruck. Ah. Jetzt zeige ich dem nicht näher benannten, unbekannten Dilettanten mal, wie man das richtig macht. Ja, der macht automatisch. Oh, hier muss es seltsame Abwinde geben. Und dann stellte sich heraus, dass er auf die Idee gekommen war, seine Angelhaken in meiner Schmuckschatulle aufzubewahren. Sogar die Köder waren schon dran. Oh, es war so furchtbar. Ich wünschte mir, meine Ohren würden abfallen. Das kann ich im Moment gut nachvollziehen. Aua! Was ist denn das? Ein Flyer? Warum eigentlich nicht? Fräulein Toni, ich denke, ich habe eine gute Nachricht. Ich habe endlich die passende Therapie für Ihr Krankheitsbild gefunden. Warten Sie, ich stelle Ihnen nur kurz ein Rezept aus. Boah, voll schön. Die Oma hat sich hier immer noch nicht geändert, da kann man immer noch nichts machen. Ich kann nicht reingucken. Ich habe Rohrpostleitungen immer geliebt. Auch wenn sie sich nicht zum Verschicken von größeren Mengen Hefeteig eignen. Egal, wir müssen ihr zur Bitte. Ja, wo ist Toni? Der wird die wohl nicht umgebracht haben. Schauen wir ganz kurz zu Toni, mal sehen, wo die rumhängt. Da ist Toni. Hey, Toni! Was? Boah, wie bist du denn, Drupp? Ich dachte, du machst jetzt eine Therapie. Mein Therapeut hat sie abgebrochen und mir stattdessen ein Rezept für einen Strick ausgestellt. Cool. Du hast nicht zufällig etwas damit zu tun, oder? Ich doch nicht. Wie kommst du denn darauf? Rufus? Moment mal. Drohender Unterton? Aggressives Gefunkel im Auge? Hey! Er hat es geschafft. Du bist wieder ganz die Alte. Das war nicht Ziel der Therapie. Ach, wen interessiert denn, was das Ziel war? Hauptsache, es hat geklappt, oder? Ach, irgendwie habe ich dieses Geräusch vermisst. Danke, einmal reicht. So, jetzt, wo du wieder hergestellt bist, wirst du mir da endlich helfen. Warte, das war dumm. Merkst du selber, ne? Ich ziehe die Frage insgesamt zurück. Hm. So, jetzt, wo du wieder hergestellt wirst du mir da... Warte. Ich zieh... Hm. Super. Hm, das klingt lecker. Erneut sind es allein die Limitierungen des menschlichen Verdauungstraktes, die meiner kulinarischen Neugierde die Flügel stutzen. Was ist das? Ein Rezept für einen Strick. Ich habe es hier in Augenhöhe aufgehängt, um es als Option im Hinterkopf zu behalten. Für den Fall, dass du wieder auftauchst. Kann ich es haben? Nachdem ich jahrelang dafür gebetet habe, willst du dir also endlich einen Strick nehmen? Heute muss mein Geburtstag sein. Oh, und ich habe keinen Kuchen dabei. Geschweige denn 100 Kerzen. Nimm das Rezept und verschwinde. Ja, hab ich zumindest einen Strick. Schön, dass du wieder die Alte bist. Mit Betonung auf alt. Raus! Damit bekomme ich wenigstens ein Seil. Damit kann ich zwar das Baby retten, bringt mich aber auch nicht weiter. Oh, ich habe mich wieder rausgetappt. Ja, manchmal mache ich das. Manchmal passiert mir das schon einmal. Zwar selten, aber gelegentlich. Ich habe hier ein Rezept für einen Strick. Darf ich mal sehen? Ah ja, so einen habe ich noch auf Lager. Hier, brauchen Sie vielleicht noch Imprägnierspray? Zu dieser Jahreszeit kann es an manchen Brückengeländern noch recht feucht sein. Das ist schon in Ordnung. Moment mal, das ist ja nur ein Schnürsenkel. Tja, ein besseres Modell übernimmt Ihre Krankenkasse leider nicht. Tut mir leid. Damit könnte man nicht mal einen Schrumpfkopf erhängen. So, vielleicht, aber nur vielleicht, falsch. Oh, wird rausgetappt.